Ihr letztes Album, So Dear of Love, ist 2010 erschienen. Höchste Zeit also, dass Sade, 59, neue Musik veröffentlicht. Zwar steuerte sie vor wenigen Monaten den Song Flower of the Universe zum Soundtrack des Disney-Films Das Zeiträtsel bei, nun arbeitet die Sängerin aber wohl endlich an einem frischen Longplayer. Das berichtet zumindest ihr Bandkollege Stuart Matthiffmann, 57, mit dem sie bereits seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Wann ist es soweit? Wir arbeiten an einem neuen Album, erzählt der Musiker im Interview mit Rated R&B. Sie hätten bereits einige Songs aufgenommen, die sie allerdings erst veröffentlichen wollen, wenn er und Sade mit dem Endprodukt auch wirklich zufrieden seien. Wenn wir glücklich damit sind, dann lassen wir alle anderen die Lieder hören. Wann genau die Veröffentlichung anstehen könnte, ist derzeit nicht bekannt. Sades Label Epic Records verstehe laut dem Musiker ihren kreativen Prozess und dränge die Sängerin nicht zu vorschnellen Releases. Sade sei laut Matthiffmann nicht am Ruhm interessiert, sie möge es einfach, Kunst zu erschaffen.